Das finde ich absolut fantastisch und absolut großartig ist Jason Voorhees im Soundtrack von Freitag der 13. Teil 2, wo man wiederum sieht, dass ich bei den Schallplatten doch etwas Artwork fixiert bin, weil natürlich der Soundtrack vom ersten Teil ist ja auch genial. Alleine der Friday the 13th Theme ist ja ein wirklich cooler Track, aber ich bin hier wirklich auf das Cover eingestiegen und wollte das Teil unbedingt haben. Und als ich dann die Platte gesehen habe, weiß ich, das war auch wieder ein definitiv richtiger Kauf. Die einzige Platte, die in einem quasi solchen Papierschuber daherkommt und die, wenn ich sie jetzt auspacke, ganz, ganz vorsichtig, eine Mischung aus Türkis und Rot und so weiter ist und eben aber, wenn man hier sich die Rillen anschaut, wirklich tatsächlich bespielt ist. Und das sieht echt absolut genial aus. Also von der Optik her insgesamt muss ich sagen, ist Freitag der 13. Teil 2 fast mein Liebling von diesem ganzen Shopping-Wahnsinn, gemeinsam mit Friedhof der Kuscheltiere und dann wahrscheinlich noch dem Frontcover Artwork von Absurd.